Paprikaschoten sind frisch, wenn sie eine glatte Haut ohne Druckstellen haben. Für gefüllte Paprika entfernen Sie zunächst den Stielansatz. Dann schneiden Sie die Kerne und Rippen heraus. Danach kann die Paprika nach Herzenslust gefüllt werden. Für Paprikastücke ebenfalls zunächst den Stielansatz abschneiden. Dann die Paprika vierteln. Danach die Kerne und Rippen herausschneiden. Mit einem Sparschäler lassen sich Paprikaschoten schälen. Je nach Rezept wird die Paprika dann klein geschnitten, zum Beispiel in Streifen, Würfel oder Rauten. Man kann Paprika auch im Ofen angaren. Dadurch bekommen sie ein süßliches Aroma und die Haut lässt sich gut abziehen. Hierfür erst den Stielansatz abschneiden, dann die Paprika vierteln, Kerne und Rippen herausschneiden. Die Paprikaviertel mit der Hauptseite nach oben auf ein Backblech legen und etwa 8 Minuten unter dem Grill rösten. Paprika aus dem Ofen nehmen, kurz mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken. Die blasige, leicht schwarze Paprikaschale lässt sich dann leicht mit einem Messer abziehen. Die gegrillte Paprika können Sie zum Beispiel für Antipasti verwenden.